Gude. Für das Wochenende hier am Nürburgring habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar, was meinen Helm angeht. Von weitem sieht man nicht wirklich, dass er anders ist oder dass er sich unterscheidet. Aber zusammen mit Jens Munzer und seinem Team habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar als Anlehnung an Michaels letzten Sieg hier am Nürburgring im Jahr 2006 haben wir Michaels Helmdesign praktisch unter meinem Helmdesign verpackt, in Form von einem Relief oder 3D-Print. Und man sieht zum Beispiel den Drachen und seine Outlines, wie sein Design früher war, die Sterne oben auf dem Deckel und natürlich das MS-Zeichen, was wir auch auf der Seite haben. Und das Rot ist praktisch auch das Rot von damals. Und ich glaube, es ist sehr gelungen und ich freue mich auf jeden Fall, bin unheimlich stolz, ihn zu tragen und in der Form auch an dem Wochenende, dass er doch überraschend kam, dass wir dieses Jahr zurückkommen nach Deutschland und vor allem auf den Nürburgring, am Wochenende den Helm tragen zu dürfen. Und hoffe, euch gefällt er auch.